1. Ja, schön, dass Sie dabei sind bei unserem Laptop des Monats, obwohl Laptop eigentlich für dieses High-End-Gerät, was wir hier haben, viel zu wenig gesagt ist. Unsere Stammzuschauer sind es gewohnt, bei uns herausragende, geprüfte Leasing-Rückläufer zu entdecken. Das ist heute anders, denn wir haben ein fabrikneues Gerät für Sie heute ganz frisch auf den Schreibtisch bekommen. Ich kann Ihnen eins sagen, Ingo kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Er redet den ganzen Tag nur noch von diesem Laptop. Und ich kann Ihnen garantieren, nicht ohne Grund, weil das ist Hightech pur. Ja, wir haben hier ein Lenovo ThinkPad X1 Yoga G4. Yoga bedeutet Flexibilität. Und das bedeutet, dass man hier tatsächlich dieses, das zeige ich Ihnen auch gleich nochmal, das Display nach hinten klappen kann und dann wird es zum Tablet. Kommen wir mal zu Lenovo. Lenovo ist eine Businessmarke. Das war früher IBM und die machen jetzt seit 2005 diese Rechner, die eigentlich IBM-Rechner sind. Es ist ein ThinkPad, das ist der Name für Laptops von Lenovo. Es ist ein X1. X1 wurde Anfang der 2000er, 2005, sowas rausgebracht als eine Business-Serie, also für Geschäftsleute, das heißt ausgesprochen robust und der sollte so schick sein wie nur möglich. X1, da haben die als Maßnahme gesagt, das soll nicht höher als ein Kartenspiel sein und nicht schwerer als 1,5 Liter Milch. Das ist eine wahre Geschichte. Mhm. So sind die drauf gekommen und schauen Sie mal, wie elegant der ist, wie flach der ist. Der ist wirklich so groß wie ein Kartenspiel, so hoch wie ein Kartenspiel. Hier hinten natürlich auch wieder dieses tolle Lenovo-Design. Hier bei dem ThinkPad hier oben, das, der i-Punkt, ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist ein roter Punkt und der leuchtet, wenn der Rechner an ist. Das ist, die haben an alles gedacht. Das ganze Gehäuse ist aus Aluminium, also sehr, sehr, sehr robust und stabil. Und dann haben wir eben hier noch diesen wundervollen Rechner. Ich sage Ihnen zu den technischen Sachen später natürlich noch mehr. Kommt mit allem, was man braucht, mit Webcam und so weiter und so weiter. Aber ich möchte jetzt noch mal auf diese Yoga-Funktionalität hingehen. Dafür nehme ich ihn mal hoch und lege ihn hier auf den Schoß. Und dann kann ich hier einfach dieses Laptop umklappen. Und Sie sehen, wenn ich das mache, verwandelt es sich in ein Tablet. Es geht sofort in den Tablet-Modus. Hier kann man es sehen. Dann haben wir hier diese großen Knöpfe. Das ist wie ein Tablet, das ist wie Apps, die können Sie ganz normal vom Microsoft Store runterladen, ist alles dabei und wenn Sie dann eine starten, geht eben die App auf. Das Tolle hier ist, dass wir hier ein Gyroskop drin haben, das ist eine Sache, die kennt man normalerweise nur von Hubschraubern, aber dieser erkennt automatisch, ob ich Hochkant oder Querkant bin. Sehen Sie, sie hat das automatisch dann auf Hochkant umgestellt, egal in welche Richtung, sehr robust. Und hier können Sie jetzt ganz normal mit dem Finger, wie Sie es bei einem Tablet gewohnt sind, weitermachen. Und wenn ich zurückgehe, das wieder auf einen normalen, in der Position übrigens, das ist noch wichtig, ist hier auf der Rückseite, haben wir hier noch die Tastatur dann. Die ist in dem Moment aber ausgeschaltet, ich kann hier machen, was ich will. Es tut sich nichts auf dem Bildschirm. Das Display ist richtig schön groß, 14 Zoll. Das sind 35,6 Zentimeter im Gegensatz zum normalen Tablet. Richtig, richtig groß. Und dann kann ich es natürlich auch hier auf den Tisch stellen zum Beispiel und so dran arbeiten. Es ist wirklich alles dran. Es kommt alles wie, also in hoher Qualität. Die Scharniere allein schon sind so toll gemacht. Das ist richtig stabil. Das können Sie tausendmal auf- und zuklappen, ohne dass sich irgendwas ändert. Man ist hier richtig flexibel damit. Also egal ob Tablet oder natürlich Laptop. Und das finde ich herausragend. Was mir gerade enorm ins Auge gefallen ist, ist diese Brillanz des Displays. Ja? Ja. Die Farben, wie die rauskommen. Also das ist schon mal herausragend. Aber du hast mir viele, viele Optionen heute schon vorgeschwärmt. Ja. Und glauben Sie mir, liebe Zuschauer, wenn Sie das jetzt sehen, werden Sie sagen, wow, das ist Technik vom anderen Stern. Fangen wir mal an mit der Gestensteuerung. Die Gestensteuerung bedeutet, ich kann hier mit meinen Fingern auf dem Touchpad ganz viele Sachen machen, wofür ich sonst mit der Maus klicken, Tastatur machen müsste. Wenn ich alles zumachen will, gehe ich einfach mit 3 Fingern nach unten. Sehen Sie, dann ist alles zu. Wenn wieder alles aufgeht, gehe ich nach oben. Wenn ich die nächste App machen will, schau mal, hier gehe ich einfach zur Seite. Jetzt habe ich hier ein Malprogramm. Hier habe ich dann noch Solitaire natürlich. Solitaire ist prädestiniert dafür. Einfach hier eben draufklicken, das kennen Sie, das Spiel. Und das dann natürlich auch noch im Tablet-Modus, was ich eben mal zeigen will. Schau mal hier. Jetzt ist es im Tablet-Modus. Ich kann es auch hochkant stellen. Dann erkennt es wieder automatisch. Und ich kann ganz normal weiterspielen hier.
Das ist, also so wird gespielt, weil ich jetzt was Falsches gemacht habe. Aber das ist einfach toll, dass man das eben als Tablet benutzen kann und dann noch diesen Touchscreen. Zeigst du mir das mit dieser Gestensteuerung bitte nochmal? Ich fand das faszinierend, weil ich kenne das ja nur vom Rechner. Man geht mit der Maus irgendwo hin, schließt das eine, öffnet vielleicht das andere. Aber das ist ja perfekt. Ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat, will man es gar nicht mehr anders, ja, oder? Ja, da gewöhnt man sich sehr, sehr schnell an. Wir haben den heute Morgen versiegelt bekommen und ich bin sowas von begeistert, hier einfach alles zumachen. Alles aufmachen, von App zu App wechseln, hier einfach zur Seite gehen. Jetzt sind wir wieder hier. Ich habe drei Anwendungen offen. Hier haben wir ein Malprogramm. Beim Malprogramm kann ich natürlich auch mit dem Finger malen, sehen Sie hier. Aber das Tolle ist natürlich, hier ist sogar ein Stift drin. Und der ist im Gehäuse und wird automatisch geladen. Ich ziehe den hier mal raus. Und dann kann ich jetzt hier mit dem Stift richtig malen. Das Tolle ist, ich kann jetzt auch richtig schreiben. Das kann man mit dem Finger ja nicht so, wenn man seine Unterschrift machen will. Das ist ja immer so eine Krickelei mit dem Finger. Ich kann verschiedene Stifte aussuchen. Gucken mal, das ist jetzt wie ein Füller, wenn ich hier schnell rübergehe. Sehen Sie das? Ich kann die Farbe wechseln. Es ist einfach toll, was man da machen kann. Die Dicke. Es macht richtig Spaß, hier mit diesem zu arbeiten. Und dieser Stift alleine, der kostet bei Apple, kostet so ein Stift, ich glaube, über 100 Euro extra. Nur der Stift, ja. Nur der Stift. Aber wo Geld ist natürlich eine interessante Sache. Das ist ein Hightech-Gerät. Es ist nagelneu, fabrikneu, mit Werksgarantie. Also alles, was man sich wünscht. Und das zu einem fantastischen Preis. Wir haben heute mal nachgeschaut. So diese X1 in der vierten Generation, das ist es ja, die kosten so in die 2000 Euro. Nee, wir schauen mal auf Pearl.de. Da ist es schon sehr günstig mit 1499 Euro. Aber Sie, exklusiv als Pearl-TV-Zuschauer, kriegen diese absolute TV-Neuheit jetzt nochmal 100 Euro günstiger. 1.399,99 Euro. Ich gebe zu, das ist nicht wenig Geld, Ingo, aber das Gerät ist jeden Cent wert. Ja, und wenn Sie einen Preisvergleich machen wollen, wir liegen da wirklich niedrigst mit diesem Produkt. Es ist ein neues Produkt, ein wirklich aktuelles Produkt aus dem Jahr 2020, was eben ein Businessrechner ist, der konzipiert wurde, eben sehr stabil, sehr robust zu sein und gleichzeitig super, super schick. Und weil er eben so viele Sachen hat mit dieser Gestensteuerung, mit dieser Tablet-Sache, dass der Stift dabei ist, dass man hier drauf malen kann. Ich finde das unglaublich, was man dann machen. Es wird halt in vielen Meetings wird heutzutage eben mit der Hand mitgeschrieben. Und hier kann man jetzt wirklich ganz normal drauf schreiben und das als Notiz eben speichern. Das ist eben unglaublich, dass man hier alles dazu bekommt. Die Gestensteuerung. Jetzt gehen wir mal in die technische Seite rein. Der hat einen Intel Core i5 8. Generation, einen hochaktuellen Prozessor. Ich mache das mal wieder zu. Haben Sie gesehen? Ganz einfach mit der Gestensteuerung. Und drehe es mal wieder hier nach vorne in die Kamera. Dann lese ich Ihnen, dann sage ich Ihnen mal, was der alles hat. Er hat eben, wie gesagt, diesen Intel Core i5 8. Generation Prozessor, ein ganz moderner Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD, 14 Zoll Bildschirm. Er hat eine ganz tolle Webcam hier oben drin. Und jetzt, Ralf, ich habe dir das heute Morgen gezeigt, hat ein Dolby Atmos Sound System. Das sind 4 Lautsprecher, die sind vorne drin verbunden, hier in dem Gehäuse und unter dem Gehäuse. Das heißt, wir kriegen hier Klang wie aus einem Subwoofer und 3D simuliert. Ich habe dir eine Szene gezeigt, die hat dich auch vom Hocker gehauen. Ne? Ja, ich muss ehrlich sagen, Ingo, total begeistert. Sitz mal hin. Extra früher und ich bin davor gesessen und habe mir diesen Klang angehört. Das kennt man eigentlich nur von normalerweise Soundsystemen großen. Ja. Das ist hier einfach schon drin und das hat mich auch begeistert. Aber was du noch erzählt hast, ist das mit der Mikrofontechnik. Das finde ich auch interessant. Gerade wenn man heutzutage mal Videokonferenzen oder auch Videotelefonie betreibt. Aber das könntest du unseren Zuschauern auch nochmal gerne erklären. Ja, es hat so eine sogenannte Quad-Mikro-Technologie drin. Das bedeutet, hier sind 4 Mikrofone drin verbaut, die automatisch sich auf Ihre Stimme einstellen und Sie im Raum finden. Das heißt, Sie haben keinen Klang, wie Sie es oft hören bei Webkonferenzen, der blechern und hölzern klingt und keiner weiß genau, wo der herkommt. Hier können Sie im Raum sein und egal, wo Sie sind, er findet Sie und richtet das Mikrofon optimal auf Sie ein, automatisch, weil er diese 4 Mikrofone eingebaut hat. Das nächste, was er hier hat, er hat natürlich ein Aluminiumgehäuse, was ausgesprochen schick, aber auch ausgesprochen robust und stabil ist. Er hat 18 Stunden Akkulaufzeit. 18 Stunden. Er hat Quick Charge, das bedeutet eine Schnellladefunktion, dass wenn ich den nur eine Stunde lade, hat er wieder
hat er tatsächlich wieder 80% seiner ursprünglichen Leistung. Nach einer Stunde haben wir da 14,5 Stunden Laufleistung wieder drin. Das ist alles über diesen USB-C-Port. Und das ist der moderne USB-C-Port, wo wir eben auch Display rausschicken können. Es gibt ja Monitore, die neuen Monitore, die haben auch einen USB-C-Eingang. Das heißt, hier können wir einen zweiten Monitor ganz einfach anschließen mit einem USB-C-Kabel. Er hat natürlich auch HDMI. Er hat einen Fingerabdrucksensor für Sicherheit zum Einloggen, dass Sie keine Passwörter mehr eingeben müssen, sondern einfach hier mit dem Finger rüberwischen und es wird erkannt. Er hat es nennt sich sogenannt Think Shield. Das ist eine Technologie, das habe ich noch nie gehört. Das bedeutet, er hat hier Infrarotkameras drin. Und das ist wirklich, das habe ich noch nie gehört. Er hat Infrarotkameras drin, die merken, wenn jemand sich von hinten an sie nähert. Dann kriegen sie eine kleine Meldung. Achtung, Sie sind nicht mehr allein. Jemand guckt auf Ihren Monitor drauf. Das ist der absolute... Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, aber oder? Ich meine, das macht ja auch Sinn. Heutzutage gibt es immer wieder Sicherheitslücken. Man hört das. Man möchte ja ungestört seine Arbeit machen. Und da braucht niemand draufschauen. Aber ich habe sowas auch noch nie gehört. Weder bei Handys noch beim Laptop. Und das ist hier alles drin. Es ist ein ThinkPad. Ja, und zwar das X1 Yoga der vierten Generation. Richtig. Und absolut neu heute. Und Ingo, da bin ich sicher, der schwärmt mir noch 3 Wochen davon vor. Sie können es in wenigen Tagen schon bei sich haben zum zugegebenermaßen nicht billigen Preis, aber günstigen Preis für diese Technik. Und es gelingt uns ja gar nicht in der Zeit, jetzt alle Optionen offen zu legen. Ich glaube, du hast mir noch so viel erzählt, wo ich den Mund nicht mehr zugekommen habe, weil es technische Optionen hat. Also ich finde das schon mal schön, dass ich nicht extra ein Tablet kaufen muss und nicht extra einen Rechner. Ich habe beides in einem. Dann diese Gestensteuerung, die macht mich narrisch. Sowas habe ich noch nie gesehen, ja, weil ich bin so oldschool. Ich fahre noch mit der Maus irgendwo hin, ja, aber hier unglaublich toll. Das Malprogramm mit dem Stift hat mich begeistert. Ja. Das Soundsystem hat mich begeistert. Das Mikrofonsystem hat mich begeistert. Eigentlich begeistert mich der Rechner von vorne bis hinten. Und ich muss sagen, also ich bin, glaube ich, auch nicht ohne Grund begeistert. Das ist einfach High-End-Technik. Ja, es ist der Klang. Also den Klang können wir hier im Fernsehen nicht vorführen. Aber der ist was ganz, ganz, ganz Besonderes, weil er wirklich räumlich klingt und eben alle Höhen und Tiefen hat. Die Mikrofone bei Videokonferenzen, Sie werden das merken, den Unterschied. Hat natürlich eine hochwertige Webcam hier oben drin. Er hat einen Fingerabdrucksensor, er hat diese Gestensteuerung. Er hat die Features sind einfach unglaublich, die dieser Rechner hat. Es ist ein Hochleistungsrechner. Es ist wirklich etwas Besonderes, dieser Rechner. Deswegen dieser Preis. Aber der Preis, wenn Sie den Preisvergleich machen, sehen Sie, dass das sehr, sehr günstig ist für diesen Rechner. Wir schauen mal auf Pearl.de, weil mit Pearl.tv sparen Sie natürlich auch noch mal richtig Geld. Ja, also bei Pearl.de, für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, schon sehr günstig. Dieses Gerät für 1.499 €. Aber Sie exklusiv als Pearl TV Zuschauer bekommen wieder den TV-Sonderpreis und der ist nochmal um 100 € günstiger. 1.399,99 €. Und ich muss es nochmal betonen, das ist nicht, wie unsere Stammzuschauer gewöhnt sind, ein geprüfter Leasingrückläufer. Das ist ein fabrikneues Gerät. Kommt in der Originalverpackung mit der Herstellergarantie, mit allem, was man von Neugeräten gewohnt ist, zu Ihnen. Und eins kann ich Ihnen auch noch sagen. Ein Wort habe ich von dir gehört oder ein Satz, das war das Erste, was ich gehört habe. Man ist der schnell hochgefahren. Ja? Ja. Das ist auch sowas. Du musst also nicht mehr minutenlang warten, bis so ein Rechner dienstbereit ist, sondern in Sekunden schnelle Bumm und schon kannst du loslegen. Ja, das ist eben diese Technik. Das ist ein Geschäftsrechner, also für Geschäftsleute gemacht. Das ist für Leute gemacht, die eben den Mercedes unter den Geschäftsrechnern haben wollen, aufgrund der Form, aufgrund der Leistungen, aufgrund der Ausstattung mit den Lautsprechern, dem Mikrofon, der Gestensteuerung, der Kamera. Wie gesagt, dass er merkt, wenn jemand hinter dir steht, habe ich noch nie gehört, so etwas vorher. Dieses edle Aluminiumgehäuse, der sieht ganz anders aus und ist ein ganz, ganz toller Rechner. Ingo, lass mich noch mal versuchen zusammenzufassen. Also technisch modernster i5 Vierkernprozessor, 8 GB Arbeitsspeicher, rasant schnelle SSD-Festplatte. Dann haben wir diese Gestensteuerung, wo ich Sachen machen kann, die ich bis jetzt immer mit der Maus gemacht habe. So dieses Surround-Tonsystem, diese unglaubliche Mikrofontechnik. Ja. Wir haben Full-HD-Auflösung und wir können in einem Knick
Machen Sie das bitte nicht mit Ihrem Laptop, der ist jetzt kaputt. Mit einem Knick ein Tablet draus machen. Die Tastatur ist gesperrt. Ich kann es als Ständer nehmen, ich kann es hinlegen. Es ist der unglaubliche Wahnsinn. Und zeig mir das nochmal mit dem Malen, mit dem Stift. Ich fände das so interessant, dass der hier schon dabei ist. Also vielleicht möchten auch die Mädels ein bisschen malen, dass wir diese Begeisterung, die wir zwei haben, jetzt vielleicht auch 1:1 an die Mädels rübergeben. Schauen Sie mal, hier auf der Seite ist der Stift drin. Der ist elektrisch, der wird automatisch geladen, wenn er hier drin ist. Ich ziehe ihn hier raus und jetzt kann ich mache das mal zum Tablet wieder. Ich mache es zum Tablet und jetzt haben wir wieder diese Gestensteuerung. Jetzt kann ich hier ganz einfach eben unser Malprogramm aufmachen, womit wir dann eben hier tatsächlich malen. Kristen, would you like to paint something with our fantastic new laptop? I would love to, Ingo. Okay, also. I'm so excited about it. Ich mache dir mal ein neues Blatt auf. Nicht okay. Speichern. Ein weißes Blatt Papier. Ein weißes Blatt Papier für Kristen. Dann reiche ich es doch mal weiter und jetzt kann man einfach mit diesem Stift malen. Ich finde das faszinierend. Ich bin nachher gespannt, was hier rauskommt. Hier, now Kristen. I'm gonna practice my dein beautiful drawings. Ihr Pencil. Dankeschön. Okay. Schauen Sie mal, wie flach und elegant dieser Rechner ist und so stabil dank diesem Aluminiumgehäuse. Kristen ist sehr begabt mit Malen, deswegen ist das was Tolles. Hier haben wir eben eine richtig hochauflösende Bildschirm. Kristen, you see all the pens you can choose and the colors. I see that. Sie hat gesehen, dass man hier also auch den Stift und die Farbe wechseln kann. Der macht einfach Spaß. Und dann eben noch. Ingo, sie malt dich. Ich sehe es genau. Nein, ich glaube, das blaue bist du. Blaue Augen, das bin ich. Das ist Diana. Okay, das ist Diana. Also gut. Okay, lass uns mal überraschen, was rauskommt. Aber ich finde das auch interessant, wenn man auch kreativ mal ein bisschen sein möchte. Und das hier machen Notizen, hast du vorhin gesagt, während Konferenzen. Kann ich ja jederzeit machen. Und es ist ein Rechner, der vom ersten Moment an begeistert. Und ich bin mir sicher, du bist ein Jahr dran, bis du alle Optionen endlich mal richtig kennengelernt hast und alle Funktionalitäten bei diesem Hochleistungsrechner. Und Sie können ihn in wenigen Tagen bei sich haben. Fabrik neu mit Werksgarantie. Und das mit diesen ganzen Optionen, die hier drin sind. Ich sage Ihnen auch schon mal die Bestellnummer. Das ist die ZX 4065 und die 569. Der Preis unglaublich günstige 1.399,99 €. Schau mal, Ralf, das sieht doch wirklich aus, als würde sie mit einem Pinsel das in Farbe Ralf. Gehen. Ne? Und kann damit eben dann tatsächlich malen, das soll, du bist so jung, wer soll das denn sein? Das ist Harry Potter wahrscheinlich. Nein, es ist ein Hochleistungs-Luxusrechner. Anders kann man das nicht nennen. Der Preis ist fantastisch. Wie gesagt, ich Sie sollten mal gucken, was der sonst kostet. Das ist ein fantastischer Preis dafür. Es ist nicht billig, aber es ist sehr preiswert für diesen Rechner. Ein wirkliches Statussymbol. Das ist ein richtiges Statussymbol, dieser Rechner. Aufgrund des Gehäuses, den ganzen Funktionalitäten. Bin begeistert. Ich bin extra früher heute Morgen gekommen, damit ich Zeit habe, mich mit dem zu beschäftigen. Oh, ja, jetzt muss man natürlich auch sagen, ja, wir haben, das ist unser Laptop, das ist unser in relativ begrenzter Stückzahl. Das heißt, wer jetzt so einen High-End-Rechner haben möchte, der muss schnell sein, weil hier bin ich mir sicher, der wird uns gerade bei diesem Preis-Leistungs-Verhältnis aus den Händen gerissen. So, Kristen, jetzt musst du dich noch selber malen. Schauen wir mal. Ja. Aber sie macht das richtig gut, muss ich sagen. Okay. You have to paint yourself. Ja, paint yourself. Okay. So, ich sage Ihnen nochmal die Bestellnummer. ZX 4065 und die 569 1.399,99 €. Und jetzt haben wir noch eine Minute Zeit in der Präsentation. Und das reicht nicht mal annähernd, um alle Optionen dieses fantastischen Rechners nochmal durchzugehen. Aber glauben Sie mir, es ist ein High-End-Rechner. Also Ingo und ich haben beide den Mund nicht mehr zu. Und laufen kam Ingo und sagt, guck mal, das kann der auch noch, das kann der auch noch, das kann der auch noch. Und alles in einer Geschwindigkeit und Präzision, dass wirklich jeder begeistert ist. Und die Mädels, die sind jetzt beschäftigt, sie malen erstmal und sie machen bitte auch ganz viele neue Sachen mit diesem Hochleistungsrechner. Und noch einmal die Bestellnummer ZX 4065 und die 569. Und ich gebe es wirklich zu, ich bin schon lange bei Pearl. Ich habe schon viele Rechner vorgestellt. Aber so begeistert wie von diesem Rechner, diesem Lenovo, war ich noch nie. Sie gehen jetzt ran ans Telefon und dann viel Spaß damit.